Die Schweiz steckt voller Genuss. Unzählige Kleinbetriebe stellen mit viel Tradition und Herzblut feinste Schweizer Spezialitäten her, die manchmal leider aber nur auf dem Merit oder im Dorfladen zu finden sind. Darum hat Lidl Schweiz 2015 ein neues Konzept entwickelt. Klein, aber fein. Klein, aber fein bietet Schweizer Produzenten die Möglichkeit, ihre Produkte an Lidl zu liefern und sie so vielen Schweizer Kunden zugänglich zu machen. Aber warum macht sich Lidl überhaupt die Mühe? Wir sind überzeugt, dass genau diese Produkte einen Platz in unseren Filialen verdient haben. Denn frische Qualität und die Schweizer Herkunft sind Werte, die wir dahinter stehen. Und dass wir mit der Aktion einem riesen Bedürfnis nachkommen, zeigt auch die Tatsache, dass wir schon über 750 Zusendungen hatten. Ich würde sagen, eine riesen Erfolgsstory. Die Anzahl und Vielfalt der Produkte, die Lidl bekommen hat, war überwältigend. Über 400 Muster sind 2015 eingegangen. Eine Jury aus der Anita Buri, René Schudl und dem Geschäftsleiter Einkauf und Marketing im Reto Rauch haben über 100 Produkte ausgesucht, die ein paar Wochen später im Lidl zum Verkauf angeboten worden sind. Gemäss Lidl war die erste Klein-Aber-Fein-Aktion ein riesen Erfolg. Lidl hat ein Jahr später diesen Erfolg wiederholen. Aus diesem Grund hat René Schudl mit seinem Team die Endauswahl durchgeführt. Es ist fleissig degustiert und diskutiert worden. Am Ende sind über 150 Produkte für die Klein-Aber-Fein-Aktion 2017 ausgewählt worden. Ja, ich denke, der Name sagt es eben Klein-Aber-Fein, oder? Und das ist eigentlich gängiges Problem nachher, oder? Du willst nachher viel oder machen daraus. Und viele wollen vieles tun, oder? Schlussendlich. Und das ist eben falsch, oder? Ich denke, Klein-Aber-Fein gibt dir eigentlich das Recht, du gibt dir eigentlich die Plattform, dürfen, eben wenig zu machen, klein zu bleiben und unique zu bleiben und einzigartig. Die Klein-Aber-Fein-Lieferanten sind doch alle Kleinbetriebe. Ist da eigentlich immer alles rumgelaufen? In der Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten haben sich auch witzige Situationen ergeben. Zum Beispiel eine dreifache Mutter, die selbstgemachte Backmischung auf ihrer Homepage verkauft, hat so einen riesen Auftrag von uns bekommen, dass ihre Mann freinehmen musste, um auf die Kinder aufzupassen. Aber wir gehen auch gerne hinter Kulissen und gehen selber bei den Lieferanten vorbei. Mein Name ist Ueli Zeller. Ich bin Metzger hier in Herisau. Seit 1903 ist mein Urgroßvater von Hornwil hier auf Herisau gekommen und seitdem sind wir alles Metzger. Die Bullibrüste, die wir für Lidl Schweiz produzieren dürfen, kommen alle aus der Ostschweiz. Die Möglichkeiten, mit unseren Produkten in der ganzen Schweiz auf den Markt zu kommen, ist einmalig. Und wir schätzen das und sind auch stolz darauf. Wir sind hier im schönen Valmisteier, Kanton Graubünden. Mein Name ist Marcel Romano, bin 55, bin verheiratet und habe mir 5 Kinder. Nusstorte gehört in Graubünden zu der kulinarischen Kultur. Unser Rezept ist ein altes Familienrezept, das die Frau ein bisschen verfeinert hat auf die heutige Zeit. Der Erfolg bei der kleinen, aber feinen Aktion macht uns natürlich stolz. Aber was denken eigentlich die Kunden über diese Produkte? Um das herauszufinden, sind am Merit im Hauptbahnhof in Zürich klein, aber fein Produkte angeboten worden, ohne dass die Konsumenten gewusst haben, von wem und wo das sie sind. Das ist Musik. Und fein? Das sind sagenhaft. So richtig einzigartig. Ach was, echt? Lidl? Ach, komm, Tschöpfen. Hä? Ja, ich habe schon jemanden gehört, dass der Lidl gute Ware hat. Es scheint, dass die Klein- aber Feinprodukte so richtig gut ankommen. 2017 ruft Lidl weitere Lieferanten dazu auf, sich bei kleinaberfein-lidl.ch zu bewerben. Lidl führt die nächste Klein- aber Fein-Aktion mit feinsten Schweizer Spezialitäten ab dem 20. April in allen Lidl-Filialen durch.